Kuckuck. Hallo. Willkommen zurück bei Terranigma. Wir haben das letzte Mal Berugas Labor fertig erforscht. Wurden K.O. geschlagen und dann gerettet, indem wir nach Lazar gebracht wurden, wie auch immer. Und müssen jetzt Mondsteine finden. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich weiß, wo einer ist. Das war ein Hinweis, der wurde uns schon sehr früh gegeben. Ihr erinnert euch an das Blumenmädchen. Möchtest du eine Orchidee kaufen? Du kannst damit ein stummes Mädchen und einen Pinguin sehr glücklich machen. Der Pinguin ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ich weiß nur nicht mehr, blöderweise, wo der Zugvogel ist, die Möwe ist, die uns zu diesem Pinguin bringt. Deswegen muss ich nach Grönland zu dem entsprechenden Forscher. Oh fuck, da kommt einer runter. Kann ich hier runter? Nein, kann man nicht. Hier kann man auch nirgends rasten. Gut, der lässt mich runter. Und dann kann ich da runter und fall. Und kann da raus. Wunderbar. So, jetzt kann ich nämlich weiter nach Südamerika. Ich möchte nach Osten über den Colorado. Da möchte ich lang. Über die Brücke, die wir mal gebaut haben. Weil da sind ein paar Orte mehr. Und ich möchte im Speziellen nach Seeheim. Seeheim? Wo ist Seeheim? Hä? Hallo? Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Hier, Jürgen, der, dem wir das Würstelgulasch beigebracht haben. Meine Ernte, oh. Ich mache jetzt nicht für jeden eine einzelne Stimme. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe. Na, vielleicht auch ein bisschen. Schön finde ich, dass man echt die Silhouetten von allen Häusern soweit sehen kann. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich mein neues Rezept ausprobierte. Feuergulasch. Wir brauchen... Ah, guck mal, sogar die zwei haben überlebt. Was ist das? Unglaublich. Hallo. Dieser Typ. Hier. Die Vergangenheit ist unwichtig. Was zählt, ist die Zukunft. Mhm. Und hier plötzlich alles sauber und intakt. Und da ist Will. Hast du es eher gesehen? Mein Haus ist verschont geblieben. Ich fürchtete jedoch, dass das einzige Haus war. Das Flugzeug ist fertig und fliegt sogar. Alte Perry und alle seine Leute da aus Marodia mitnehmen. Okay, wir müssten jetzt eigentlich... Was kann man denn mit Heinz machen? Diese Stadt muss von Grund auf erneuert werden. Ohne eine Erneuerung gibt es keinen Fortschritt. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate ist 10%. Mhm. Hätte man ja auch sich denken können. Also, ich glaube, man muss echt mit diesem Jürgen reden und das Würstelgulasch erfinden, um zu ermöglichen, dass die Stadt abbrennt. Und das braucht man, um die Stadt überhaupt entwickeln zu können. Ich finde es ein bisschen krass. Und vor allem ist man ja teilweise verantwortlich dafür. Aber gut, was soll man machen? Aber irgendwas fehlt noch. Mit einem... Ah! Du reist umher, richtig? Du ziehst durch Stadt. Tust du mir einen Gefallen? Ja klar, ich bin ja schuld, dass euer Dorf abgebrannt ist. Großartig! Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Ja, schrecklich ist total untertrieben. Ja. Leider sind wir nicht sehr wohlhabend. Deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. So, wir haben 9 Seeheimbriefe. Warum 9? Weil 9 Gegenstände im Inventar sein können von einer Art. Ich glaube, sonst hätten sie tatsächlich noch 10. oder 11. reingepackt. Reingebaut. So, und wir müssen diese Städte jetzt zu 9 reichen Leuten bringen. Das ist unsere nächste große Mission in Sachen Städteentwicklung. Ich glaube, davon hängt ein Teil ab von den nächsten Sachen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt in mein Haus, aber ich bin im falschen Ort. Ich bin ja nicht in Loire, sondern in Liberita, genau. 10 Taler, jawohl. Das Zimmer im ersten Stock.
da ist Heinz. Ja, welches Zimmer im ersten Stock? Das nicht, da wohnt jemand drin. Hätte er nicht sagen können, nimm das erste Zimmer auf der rechten Seite oder so? Oh Mann, ich glaube, das hat er mal schon mal. Da tanzen sie. Hoffentlich tanzen sie nicht die ganze Nacht durch. Ich glaube, den Witz hatten wir auch schon mal. Genau, das ist Heinz. Völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich meine Erkenntnis. Jo. Gut, dann gehen wir jetzt hierher. Schlafen kurz. Speichern nochmal ab und dann schauen wir mal, ob wir Briefe weitergeben. Weil die Steine, also wie gesagt, einen Stein weiß ich, der Rest, keine Ahnung. Die Städteentwicklung weiß ich, dass er vorangeht, deswegen würde ich die zuerst machen. Und ich glaube, wir können jetzt auch alle Städte maximal entwickeln. Wir sind weit genug im Spiel. Wir können noch nicht nach Neo-Tokyo, soweit ich weiß. Neo-Tokyo ist, glaube ich, nicht der Ort, wo wir jetzt schon hin müssen. Das kommt noch. Hatten wir hier in Liberita irgendjemand, der Geld verdient? Also ich weiß, dass so Leute wie der... Okay, das Kinderheim garantiert nicht. Hier, der Fitz, der Reiche, ist auf jeden Fall einer der Neuen. John, was war John für einer? Glühbirne? Ja, Elektrizität. Ich glaube, mit dem kann man auch reden. Ich nehme jetzt einfach mal die Briefe in die Hand und versuch's. So den Leuten, denen wir am meisten geholfen haben. Ja. Sollte ich gebraucht werden, werde ich da sein. Seeheim und Liberita liegen nicht weit voneinander entfernt. So, perfekt. Erster Brief abgegeben. Wenn wir die neuen Briefe abgeben, dann wird Seeheim neu aufgebaut. Und zwar richtig gut. Also das wird dann quasi neuer Ort. Da ist Sam. Ja. Ich mach dir mir Sorgen, aber Amanda. Nein. Ja, okay. Der hilft tatsächlich wegen seiner Ex-Freundin. Naja. So, wir haben schon zwei. Wir sind schon zwei von den Briefen losgeworden. Ich glaube, hier gab es nichts. Das hier war niemand Besonderes. Nee. Also prinzipiell sind es die ganzen Leute, denen wir so geholfen haben, Sachen zu erfinden. Also ich glaube auch hier das Mädchen in Loire mit ihrem mit ihrer Boutique gehört dazu. Die Kneipe gehört, glaube ich, nicht dazu. Okay, ihr erinnert euch an die Szene, wenn ich mit dem Typ geredet habe und der wurde weggezogen. Seine Mutter hat jetzt den Laden. Geil. Okay, da ist noch ein Laden für uns. Gut, das war's hier. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt so weit wie möglich die Seeheim-Städtebriefe-Sache fertig. Ich schaue noch auf die Uhr, jawohl, das passt. Knapp 10 Minuten noch Zeit. Ich bin leider kein so ein Let's Player, der mitten in seinem Let's Play sagt so, ha, die Zuschauer werden sicher in die Kommentare schreiben, bei 5:36 hast du da was übersehen und zu dem Zeitpunkt ist genau 5:36. Also so gut kann ich das nicht planen. Aber ich kann durchaus auch mal einigermaßen passende Kommentare bringen. So, hier haben wir Liotto. Ich glaube nicht, dass hier jemand Reiches war. Nee, brauche ich gar nicht weiter gucken. Genauso wenig in Goldküste. Da ist ja einfach nur nichts los. Das heißt, wir wollen jetzt einfach mal direkt nach Europa. Da war der Nixenturm. Ach, der Zugvogelforscher war ja in Alaska oben, ne? Also, muss ich dann auch noch hin. Gut, aber jetzt gehen wir erstmal nach Europa, weil Europa ist auf jeden Fall gut entwickelt. Fangen wir mal bei Fitz an, weil den weiß ich auf jeden Fall. England. Ja, da wo die Sir Fitz... Da, in der England, da wo die Sirs wohnen. Ja. Hallo, Fitz. Oh, was für ein Brief ist das? Zeig ihn mir. Mein Gott, dieser armen Stadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. Okay, das war leicht. So, wir haben noch 6 Briefe. Maler, Kleidung, ich weiß nicht mehr. Wir schauen jetzt einfach mal in Loire vorbei. Ahula geht ja leider auch nicht, da ist ja auch niemand, der Geld hat. Das entwickelt sich ja nicht, das dumme Dorf.
Aber in Lore haben wir auf jeden Fall noch eine ganz gute Menge. So, Lore. Dann haben wir hier ein Gasthaus, da wollen wir nicht rein. War unten links noch was? Da waren die Händler. Dass die Händler, denen ich mein Geld seit Anfang des Spiels in den Rachen stecke, kein Geld geben, finde ich halt auch ungerecht. Und mein Geld wollen sie auch nicht. Ich würde ja auch was geben. Ich habe ja nur 7000. 6,8. Was ist das für ein Brief in deiner Hand? Von einer Freundin? Wow, einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden, es ist nicht sehr viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, oder? Einigen geht es ziemlich gut. Ich glaube, da ist auch ein Übersetzungsfehler, hat sich da eingeschlichen. So, was haben wir hier noch? Genau, das war Marcel. Da kann ich ja leider... Ich darf ja leider keine Bilder kaufen, oder? Ja, ich kann nur mit Marcel direkt reden. Ich will ja eigentlich Bilder kaufen für mein Apartment. So, was haben wir da? Was ist das für ein Brief? Eine Stadt zerstört durch Feuer? Aha, eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Taler. Ich schicke etwas Geld, damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Sehr nett, sehr, sehr nett. Und damit sind wir jetzt wieder zwei Briefe los. Haben noch vier. Dann gehen wir doch mal in den zweiten Teil der Stadt. Meine Güte, ich habe hier ein eigenes Apartment, voll ausgerüstet mit Möbeln, und ich darf nichts spenden. Ich habe so viel Kohle. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt im Spiel, wo es nicht mehr interessiert. Gehen wir mal hier in die Boutique. Fragen mal hier Mary. Willkommen in Marys Laden. Ah, geil, ich kann hier einen Pelzmantel kaufen. Ein lustiges Outfit, ein provokantes Outfit. Also wirklich so die Klamotten-Rüstungen. So, hier ist Mary. Dieser Brief. Du meinst doch nicht... Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh. Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. So, drei Briefe noch. Drei Briefe noch. Dann schauen wir mal zu der anderen Frau, die auch Klamotten hat. Zu Nettie. Ah! Was die Leute auch sagen, ich hab mein Geschäft niemals auf. Okay. Da Wein, genau, der Weinbauer war noch sehr erfolgreich. Kellerei. Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine vom Feuer zerstörte Stadt? Das ist furchtbar! Ich werde etwas zum Hilfsfonds für den Aufbau der Stadt beisteuern. Okay, cool. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Dann könnten wir noch Jean oder Pierre... Nee, Jean war es, glaube ich. Hier ist Magazin. Okay, das sind die Möbel. Ich möchte eigentlich noch den Bürgermeister, den wir damals geholfen haben zu wählen, mit dem noch klabern. Weil der wird sich garantiert auch für die Stadt einsetzen. Wo war der denn? Okay, also gut, hier waren Möbel und... Was ist das hier? Jean, ah genau, hier wollte ich doch hin. Da ist der ehemalige Säufer. Jean ist ein toller Mann, ich wünschte ja, ich wäre wie er. Ja, aufhören zu saufen und mehr arbeiten, dann wäre ich auch so einer, hey. Und nicht an den Kommunismus glauben, sondern an Demokratie. Glück und Frieden können nicht nur auf materiellen Gütern basieren. Ich will den Leuten helfen, ein besseres Leben zu führen. Ah ja, aber der Stadt hilft da nicht, klar. Klar. Okay, wo die letzten beiden Briefe hingehören, weiß ich gerade nicht. Wir sind eigentlich schon relativ gut dabei. Deswegen würde ich sagen, ich nehme das Schiff, fahre nach Alaska rüber. Gott, wo war noch jemand Reiches? Wo war noch jemand, der Geld haben könnte? So, hier an Island vorbei. Auf Polynesien natürlich. Waren wir hier schon drin? Die Höhle kenne ich gerade gar nicht. So, laufe ich natürlich in den Abgrund. Und nochmal. Jetzt.
3 Versuche gebraucht, um gerade auf dem Seil zu laufen. Top-Leistung, würde ich sagen. Ah, doch, ich glaube, hier waren wir schon. Das war die Höhle, da habe ich sogar mal einen Part drin angefangen. Da lag, glaube ich, ein Kristall. Genau, da lag ein Kristall. Ich erinnere mich. Okay, kennt ihr das Buch? Der Weg war umsonst. Schade eigentlich. Wer könnte noch... Ja gut, der Ginseng-Doc in Yamei könnte noch jemand sein, aber ich glaube eher nicht, dass der wichtig bleibt, wichtig wird. Moskau garantiert auch nicht. Oh Gott, wer fehlt denn noch? Wen könnte man noch fragen? Ich bin gerade echt überfragt so ein bisschen. Also ich gehe gerade so die Orte durch, die ich kenne, die ich noch wusste, was wo abgeht oder so. Ich kann natürlich Will fragen, da den Mr. Flugzeug. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ich wollte eigentlich nach Alaska. Fuck, warum bin ich jetzt hier drüben? Das war ein Fehler. Ja. Ich brauche dann eigentlich nur, um eine Liste zu kriegen, wo welcher Vogel hinfliegt. Und dann, genau da in dieses Haus möchte ich. Und dann kann ich mit, fahre ich wieder weg und fahre zu dem Vogel, der mich dann wieder nach, zu dem Pinguin bringt. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eigentlich, wenn ihr glaubt, ihr müsstet eigentlich genau wissen, was ab, wo ihr hin müsst? Oder ihr müsstet doch eigentlich genau wissen, was ihr als nächstes machen müsst, wie es weitergehen muss, und es fällt euch nicht ein? So, die Zugvögel, ja. Zum Beispiel Alaska und Australien. Alaska und Australien oder Südamerika und Grönland. Alaska und Australien, was war in Alaska? Okay, ich schreibe das mal kurz auf. Moment, habe ich gerade Zettel, habe ich, brauche einen Stift noch. Ja. Da liegt einer. Alaska, Australien und Südamerika, Grönland. Das sind eigentlich die beiden wichtigen. An alle anderen Orte müsste ich auch so kommen. So, da jetzt aber die Zeit schon wieder rum ist, und auch der Camcorder so langsam sein Akku meldet, aber ich habe ja ein Kabel, haha, ich kann ja dann Kabel reinstecken gleich, würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich fahre jetzt erst Australien an, dann kann ich nämlich von dort aus weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Na? Ansonsten oder auch sonst, oder überall, immer, einfach immer da unten Kommentare rein. Tobt euch aus. Konstruktive Kritik ist natürlich am schönsten, aber tobt euch aus. Und ansonsten einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.